Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Design Center in Linz von der Photo Adventure 2016. Die Photo Adventure findet jedes andere Jahr, wie man so schön sagt, in Wien statt. Also ein Jahr in Wien, ein Jahr in Linz. Heuer ist wieder Linz dran. Das Wetter ist November, typisch, es regnet, es ist kalt. Daher haben wir beschlossen, gleich an der langen Schlange vorbei zum Presseschalter und dann hier rein weiter zu dieser schönen Fotoausstellung. Die schauen wir uns nachher dann noch ein bisschen an. Michael und ich haben uns bereits einen Plan zurechtgelegt, wen wir heute alles besuchen wollen. Und ich würde vorschlagen, wir stürzen uns direkt einfach mal ins Getümmel und schauen, was es so Neues in der Foto- und Outdoor-Welt gibt. Hallo, wir sind hier bei Mein CEWE Fotobuch hier am Stand. Da drüben hatten wir schon Manfred Baumann. Wir haben uns jetzt einfach in das Eck gestellt. Da sind wir recht ungestellt, weil alle da drüben bei Manfred Baumann sind und sich Unterschriften holen. Wir werfen einen kurzen Blick hier auf die schön vorbereiteten Fotobücher. Hier haben wir eins, das ist ein quadratisches. Österreich im März. Schön verarbeitet. Haben sie jetzt, muss man sagen, mittlerweile auch mit dieser Flatspread-Bindung. Das heißt, man hat keinen Versatz in der Mitte. Das kennt man ja von manchen Magazinen oder von manchen Büchern, dass in der Mitte ein Versatz ist. Das ist hier jetzt nicht. Man kann das komplett aufmachen. Man sieht das Foto komplett. Ist natürlich viel einfacher dann. Auch großformatige Fotos. Oh, London. Aha, da war ich auch gerade. London Eye. Was haben wir hier? 2012, also ist auch schon wieder 4 Jahre her. Cool, Tower Bridge ist offen, das war bei mir ja nicht der Fall, weil die machen die Tower Bridge ja gerade neu. Ja, so einen ähnlichen Blickwinkel hatte ich auch. Schauen wir uns das auch mal durch. Ja, das ist jetzt eben dieses Buch, das man nicht komplett flach, das ist hier gebunden. Das heißt, man hat hier einen Buntsteg. Ist natürlich für Fotos, die flächig drüber gehen, ein bisschen. Ist es da, wo ich gewohnt habe? Nein. Natürlich ein bisschen schlecht, aber für die meisten reicht es wahrscheinlich aus. Oder wenn ich es so machen möchte. Ja, London Bridge. Nett, nett. Ein paar Impressionen. Hey, da war ich auch. Da bin ich lang gegangen. Da bin ich lang gegangen. Habe ich auch ein Foto gemacht. Genau, dann da die Tower Bridge lang. Das wäre auch noch so eine Idee. So schön, schön weißen Rand, aber. Ich mache meine Fotobücher meist ein bisschen anders. So, wo kämpfen die jetzt da wieder hin? Ups. Hoppala. Also das waren eigentlich eher die Anfänge von den Fotobüchern mit dieser Kante drinnen. Mittlerweile gibt es auch die, die diese Flatspread-Bindung anbieten. Meiner Meinung nach die bessere Wahl, vor allem wenn man es schön großformatig drucken kann. Ich selber bevorzuge, ja, da haben wir jetzt gerade keins DIN A4 hoch. Da kann ich dann das Foto, wenn ich ein Querformat-Foto habe, schön über eine Doppelseite verteilen. Und wenn ich hochformatige Fotos habe, kann ich je eines pro Seite machen. Gibt auch noch einen Haufen andere Produkte, die sehe ich jetzt da gerade hinter der Kamera. Kleine Kalender für den Tisch. Ich gehe dann noch kurz mal und hole so ein Ding. Du kannst da mal so nette Handyhüllen, kann man sich auch machen lassen. Ups, oder? Hey, das könnte für mein iPhone passen, aber das Motiv ist halt eher nicht. Oder für Tablets. Also da gibt es mittlerweile viel, viel mehr als einfach nur Fotos und Fotobücher. Wir haben auch, weiß nicht, ob der Michael jetzt gehen will, ein paar Schritte zurück. Wir haben da drüben nämlich ein paar schöne Bilder. Noch kannst du zurückschieben, hinter dir ist niemand, das ist kein Problem. Einfach, geh einfach ein paar Schritte, geht schon. Er fällt schon nicht hin, wenn nicht, dann sieht man halt kurz die Beleuchtung um. Gibt hier auch, ist das ein Mousepad? Nein. Ah, das ist auf Hartschaumplatte. Das ist halt so ein, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist halt einfach eine Hartschaumplatte, auf der das Foto aufgezogen ist. Gibt verschiedene andere dann auch noch. Kann man das da irgendwo hinstellen? Lassen wir das da. Alu-D-Bond, da ist es halt dann zwei Alu-Plättchen und dazwischen irgendein Kunststoff. Dann gibt es, Gallery Print. Das ist hinter Acrylglas, also Alu-D-Bond. Und dann ist noch Acrylglas davor, das lässt die Farben so richtig schön poppen. Ich halte das mal so, ich hoffe, es spiegelt nicht. Ein bisschen so besser.
weiß nicht, kommt natürlich wahrscheinlich im Video bei Weitem nicht so gut rüber, als wie wenn man selbst davor steht. Da würde ich jedem empfehlen, sowas mal auszuprobieren. So ein schönes Wetter hatte ich nicht, wie ich in London war. Der Himmel war bei mir eher so matschig. Aber ich habe fast genau denselben Standpunkt gewählt gehabt für mein... Ah, so alt kann das Foto noch nicht sein, weil die Beleuchtung da ist nämlich noch immer kaputt. Also entweder ist das Foto recht neu oder die reparieren es einfach nicht. Was haben wir da noch? Oh ja. Dasselbe gibt es dann auch noch ohne Alu-D-Bond dahinter. Also das ist dann vielleicht eher für die Kleinformatigeren besser. Und dann gibt es natürlich noch eins meiner Favorites. Fotoleinwand inklusive Struktur. Auf einem Holzrahmen aufgezogen. Ja, schön gemacht. Mit ein bisschen Overlap üblicherweise werden die Kanten dann gespiegelt. Da muss man halt ein bisschen in der Software aufpassen und das Bild entsprechend anpassen. Aber das ist alles kein Problem mit der Software von CEWE. Das ist nur einer von den vielen Ausstellern, die hier Fotobücher und so weiter anbieten. Wir schauen, dass wir uns noch ein, zwei andere uns auch anschauen. Das war es vorerst hier einmal von CEWE. CEWE Fotobuch kann ich nur jedem empfehlen. Schaut euch das mal an. Probiert es einfach mal aus. Coole Sache, Fotos ausdrucken, Fotobücher machen. So wie in den alten Tagen. Okay. Fotopapier, Premium-Matt. Oh. Ganz oft. Wow. Ja, ja. Ich bin generell ein Fan von Matt. Ja. Also die Hochglänzenden sind super schön auch, aber ich persönlich bin Premium-Matt. Wie gesagt, mein nächsten Update mit der Software wird das freigeschalten. Cool, cool. Das kann man, fühlt man gar nicht im Video, aber das ist wirklich super schön, fein. Sehr ich nett, sehr nett. Dann auch im Matt. Okay, ja, ja. Und was auch neu kommen wird. Edellack-Effekte für ein Einband. Oh, nett. Silber, ja, Gold oder auch andere Farbschattierungen. Okay, ja, das ist nett. Ne? Kann man so Passepartouts, Fliparts, Rahmen hereinziehen, die Texte definieren und dann in Edellack. Sehr nett. Hochzeitsalbums perfekt. Das ist automatisch natürlich der Einband dann auch in Matt, weil es sonst ja reflektiert. Ja, ja, klar, ja, klar. Ja, das ist genial. So, wir sind hier am Stand von Photocharlie.at, meine Online-Welt. Warum ich hier stehen geblieben bin, ist deswegen, die bieten Adventkalender an. Ganz geniale Idee, mache ich normalerweise auch immer gerne. Ist natürlich, wenn man es selber macht, etwas mühsam. Das Ausdrucken von denen da hinten und vom Deckblatt ist natürlich einfach. Aber dann das Ausschneiden und leicht einritzen, damit die Türchen aufgehen, ist natürlich jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung. Ah, Fuji-Color-Papier. Gute Wahl, gute Wahl. Die hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Weiß also nicht, wie gut die Qualität der Produkte ist. Das werde ich mir dann aber dann nachher anschauen, wenn wir da fertig sind. Aber was mich eben so beeindruckt hat, waren die Adventkalender. Sie haben auch hier einen, der ist etwas dicker. Mit, wenn es aufgeht, mit Fächern, da kann man in die Kleinigkeit reingeben. Vielleicht ist auch das interessant. Muss ich mal schauen. Ich schätze mal, dass sie dir nur leer anbieten werden und nicht gefüllt, aber ist eh vielleicht nicht so schlecht. Naja, mal schauen. Wir haben jetzt Mitte November, haben wir noch zwei Wochen Zeit oder so. Die werden jetzt wahrscheinlich produzieren wie die Verrückten, die Adventkalender. Gibt es ja noch verschiedene andere Geschichten. Das übliche Tassen mit Löffel, Umhängetaschen, Uhren, Thermobecher, Türschilder, Fotokristalle nennen sie es. Also das ist einfach Foto hinter Acrylglas. Aber was ich hier auch am Stand sehe, natürlich diverse andere Fotoprodukte, Fotobücher. Ist das ein Fotobuch? Entschuldigung, wenn ich die da jetzt reinlaufe. Ja, das ist auch ein Fotobuch, auch sehr schön gemacht. Wieder Fotopapier. Erkennt man da an dem nicht bunt spezielle Bindung. Ist jetzt immer groß im Kommen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich begonnen habe mit Fotobüchern, hat man die fast vergeblich gesucht. Mittlerweile machen das immer mehr und mehr Fotobuchanbieter. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ein weiterer Aussteller hier, der Fotobücher, Fotogeschenke anbietet. Neben CEWE Foto, wo wir auch schon waren. Gibt noch ein paar andere. Wir werden schauen, dass wir uns noch ein paar andere anschauen. Das war es erst einmal von hier. Wir sind hier am Stand von Saal Digital Fotodrucke.
ein weiterer Anbieter für diverse Fotogeschenke, Fotobücher, Fotoabzüge, Kalenderkarten. Sieht man hier schön. Wir sind hier in der Kalenderabteilung. Wir haben so einen kleinen Stehkalender. Ich lege das da mal kurz weg. Mir gehen die Hände aus. So ein kleiner Stehkalender. Jetzt halt in Englisch. Einfach ein Bild hoch, süß, schon mal Pinguine. Die sollte eigentlich im Schnee rumstapfen, nicht da in der, was auch immer. Gibt es in verschiedenen Größen, gibt es auch zum Aufhängen so. Hier auf der Seite hängt einer, der ist nochmal größer, das ist dann DIN A3, das ist DIN A4. Sie haben aber auch diverse Fotogeschenke, wenn du da mal kurz rüber schwenkst. Becher, Trinkflaschen. Das ist so ein kleines Büchelchen, habe ich da gerade gefunden. Das ist auch so ein Lederoptik eingebundenes Buch oder so. Oh, da drüben haben sie dann noch schön aufgelegt die verschiedenen wieder Postermöglichkeiten. Schwenkt da mal nur kurz rüber. Kann man direkt vergleichen. Wieder Hartschaum, Alu-Dibond, matt und glänzend. Auch wieder iPhone oder Smartphone-Hüllen, so kleine. Das ist lieb gemacht. Ist das geschraubt? Ja, ist geschraubt. Ja, das ist auch so Alu-Dibond mit so kleinen Aufstellern. Auch nette kleine Geschenke. Fotobücher sind da drüben, die werden gerade ein bisschen belagert, aber Fotobücher sind Fotobücher, kommt hauptsächlich auf die Fotos an, wenn die Fotos schön sind. Es gibt eigentlich fast keinen Fotobuchhersteller mehr, der nur noch so mediocre dann Fotobücher macht, die sind alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau. So wie bei den beiden anderen, wo wir schon waren. Das war es vorerst einmal hier von Saal, Saal Digital Fotoprodukte in High-End-Qualität. Und wir schauen weiter, was es noch Neues gibt.